Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Luxshow-Box von Sinan G. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Luxshow von Sinan G aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box mit weißem Aufdruck Sinan G Luxshow. Darunter haben wir den Interpreten Sinan G mit den beiden Mittelfingern auf uns zeigend, also in unsere Richtung, Salamander Gang T-Shirt, und dahinter sehen wir diverse Leute gestalten, auch hier mit Salamander Gang Fahnen. Ja, relativ düster das Cover. Hier oben haben wir dann nochmal das Logo der Salamander Gang. Auf der rechten Seite haben wir den Inhalt, Premium Disc, Instrumental Disc, Luxshow DVD, Luxshow Poster, Salamander Sticker und Luxshow T-Shirt. Auf der Rückseite lesen wir auch wieder Sinan G, Luxshow, GEMA, Major Moves, Barcode, also Crates. Hier auch nochmal der Inhalt, unten blank schwarz, und das Ganze ist so eine, ja, ich sag mal, gestärkte Papierbox, also es ist nicht wirklich Karton, es ist so etwas dickeres Papier. Bin ich nicht ganz so der Fan von diesen Boxen, weil die generell leichter Schaden nehmen oder generell nicht so viel aushalten als so richtige Kartonboxen. Aber wir schauen mal, was sich drin befindet. Also wir haben hier einmal ein T-Shirt, das Album, ein Sticker und ein Poster. So, Box machen wir mal zu und legen das Ganze auf die Seite. T-Shirt ist noch in Folie. So, und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Auch hier wieder Sinan G, relativ düsteres Szenario. So in schwarz, da hinten wieder die Fahnen. Sinan G Premium Version lesen wir hier. Dann haben wir hier den Künstler mit seiner Halskette um die Hand. Hier ist eine AK. Luxshow. Und dann haben wir hier einen FSK 12 Hinweis. Schade, der ist nicht aufgeklebt, der ist hier wirklich drauf gedruckt. Kann man nicht wegmachen. Stört mich persönlich schon etwas, dass man den nicht abmachen kann. Dann haben wir die Tracklist auf der Rückseite. Wir haben 24 Tracks, das ist echt eine Menge. Und wir haben auch einige Features. Wir haben Features von Massiv, Kurdo, Akai, Fahrt, Echo Fresh, Motrip, Ben Vestito, Mersat, nochmals Ben Vestito. 24 Tracks, wie gesagt. Barcode, Credits und auch hier wieder Major Moves und Salamander Gang. So sieht das Ganze von der Seite aus. Luxshow Major Moves lesen wir hier. Das Ganze in einem Digipack. Bedeutet, wir können das jetzt hier aufhalten. Auf der linken Seite kommt uns mal entgegen das Booklet. In schwarz gehalten mit goldenem Aufdruck. So, Hochglanz. Sinan G. Und dann, wie man es kennt, die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer die produziert hat. So sieht das aus. Auch hier wieder der goldene Schriftzug. Okay, das war der letzte Track. Dann haben wir hier zum Abschluss noch einmal eine Danksagung. Und dann hier nochmal das Logo der Salamander Gang.
Lux Show. Dann haben wir die Album-CD, die Premium-Version, so sieht das aus. Irgendwie so eine Steinoptik oder Marmoroptik. Rückseite blank schwarz. Dann haben wir Disc 2, in dem Fall die Instrumental Disc. Wenn sie rausgehen würde, so. Instrumental Disc lesen wir hier, Disc 2. Ebenfalls blank schwarz auf der Rückseite. Und dann haben wir noch die DVD. Dieser haben wir ja den 12er auf dem Cover zu verdanken, den FSK-Hinweis. Lux Show DVD, Disc 3, FSK 12. So sieht das aus. Auch hier die Rückseite blank schwarz. Und dann haben wir hier noch zweimal diese diese Salamander Gang Fahne. Das Ganze im Digipack. Dann haben wir diesen Sticker, Salamander Gang lesen wir hier. Und hier dieses Skelett, 14SG. Rund, erinnert etwas an diese typischen Gang-Abzeichen von irgendwelchen Rockerbanden, also Hells Angels etc. haben das ja in diesem Design. Dann haben wir ein Poster. Relativ groß. Also, wir haben hier Sinan G auf dem Boden, auf einem Teppich kniend. Hier haben wir eine Pistole. Ist die Frage, was das hier rechts sein soll, erkenne ich leider nicht. Schwer zu sagen, was es ist. Eventuell eine Maske, die Hände erhoben zum Gebet, und auf der rechten Seite, rechts unten im Eck, lesen wir nochmal Lux Show, und im Hintergrund etwas verschwommen, aber doch deutlich erkennbar, diverse Männer der Polizei, die hier allesamt in voller Montur auf Sinan G zielen. Sieht aus, als wäre das eine Einheit des SEK. Das Ganze im Querformat, einseitig bedruckt, also die Rückseite ist blank weiß. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. So, das T-Shirt in schwarz, das ist so ja goldgelb, orangegelb und weiß gehalten. Ist natürlich sehr stark oder erinnert mich sehr stark an Run DMC. Ihr kennt das, roter Balken, Run DMC, roter Balken. Dieses Design ja mittlerweile von sehr vielen übernommen worden. In diesem Fall eben Lux Show. Backprint haben wir keinen. Und wir haben es bei diesem T-Shirt zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe L. 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie dieses T-Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit diesem orange-gelben Balken oben, Lux Show, und darunter wieder der orange-gelbe Balken darunter. Wie gesagt, mich erinnert das Ganze sehr stark an das Logo, an dieses Design von Run DMC, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es vom Design her echt gelungen ist, aber ich fange mit diesem T-Shirt, speziell mit diesem Aufdruck, eher weniger an. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann dieses große Poster im Querformat einseitig bedruckt, dieser runde Sticker, Salamander Gang Sticker, und das Album im Digipack inklusive Album CD, Instrumental CD und Bonus DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box Lux Show von Sinan G.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Synergy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.